Ja. Hier. Nee. Doch. Gut. Oh! Was? Geh weg da! Scheiß Auto. Und damit hallo und herzlich willkommen zum GTA Online Pacific Standard. Heißt, im Team sind der Mr. X, der General Peng und der Havener. Die können sich jetzt selber nicht vorstellen, weil ich das nicht im Spiel machen konnte, sondern das jetzt hier erst nachträglich aufnehme. Es war einfach zu chaotisch in dem Laden bei denen. Deswegen ging das leider nicht. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall viel Spaß mit dieser chaotischen Truppe. Und wir sehen uns in der Endcard wieder. So, ich hab euch eingeladen. Ich hab bei dir geklingelt. Ja, ist doch Schiedigold, ich hab mich trotzdem eingeladen. Ich hab aber trotzdem bei dir geklingelt. Dann geh wieder aus dem Klingel. Klingel, Klingel. What the fuck, ist klingelt hier noch einer? Lass mich rein. Lass mich rein. Hopp, hopp. Frauen. Meine Güte. Wenn Robelmann eine Frau gewesen wäre, da würde Jacqueline heißen. Nee, bin ich fett. Alter. Was hat das mit Fett zu tun? Ja, ich kenne das. So, jetzt kann ich die heiß endlich starten. Fuck you. Chris. Das, die Zwischensequenz nein, würde ich gerne voll mit drauf haben. Ohne dazwischen gequatscht, okay? Was? Danke. Klappe halten jetzt alle, meine Fresse. So, ich starte jetzt. 100.000? Jo, ist okay. So, dann will ich erstmal. Moment, so. Alles klar. Hallo. Arschloch. Tanzst du mit deinem So, jetzt Ruhe. Well, you all look good, How do I look? I look like a model? Like I work at Pekka Woods? Like a regular dreamboat? Whatever. We all love banks, Especially the big ones that take big risks, because they just know that if they went under, we'd all be dead. Too big to fail. Great idea. Let's put it to the test. Well, this is a little something I came up with. I like to call it bank robbing with a social agenda, if you will. It's something I tell myself so I can get some sleep at night. Anyway, those overly leveraged turds at Pacific Standard Bank, they are going to be hit at their flagship branch. How are we going to do that? It's a little complicated. But there are some trucks that I need you to photograph. One of those trucks has a built-in transponder. And we need our transponder to blip out a don't explode signal to the die packs when we take them out of range of the Pacific Standard signal. Get it? All right, don't worry about it. Just photograph the trucks, and I'll tell you which one to hit. But once we've done that, we'll need to have the transponder programmed to Pacific Standard's frequency. Now, my signals expert, Avi Schwartzman, he's a... He's been on the run for years, you know, avoiding people, hold up somewhere in the middle of nowhere, near North Chumash, you know. You go up there, you make nice, and you bring the device back, and then I will brief you on the rest. What do you say? Not very much, I imagine. Be good! Oh, yeah.
Oh Mann, ey. Wo war jetzt eigentlich das Problem? Wie krank ist der denn? War jetzt eigentlich das Problem, am Anfang die Klappe zu halten und dann das blöde Geschreibe noch dazu. Ja, das war echt nervig. Aber nur sehr zu spät. Das war, ja, nix, sorry. Das war scheiße. Ich glaube, den Link werde ich dir nicht schicken. Vergiss nicht, auch schwer zu machen. Ja, logisch. Diesen Mal halte ich mich jetzt ehrlich zurück. Also ich fahre jetzt ordentlich, ich werde alles ordentlich machen, ja. Oh Gott, ich hatte gerade Husten, sorry. Dings Kleidung. Ja. Ich glaube, dafür ist schon zu spät. Ich habe nur die Auswahlmöglichkeiten. Eins weiter oben. So. Genau. Da. So. Nein, ich mache nicht Navigator. Oder mach du Navigator. Wieso soll ich Navigator machen? Ich mache Navigator. Nee, ich fahre. Was muss ich jetzt Navigator machen? Ich habe einfach keinen Plan mehr. Tada, tada. Das nimmt mal Kurzzeitgedächtnis bei willst mir. Willst du, will irgendjemand bei mir dann mitfahren? Ja. Weil, wenn man aufnimmt, ist ja, glaube ich, besser, wenn das auch mit aufgenommen wird. Alles klar, so muss ich rübergehen, oder was? Nee, ich fahre nicht. Was? Halt drücken, fertig, aus. Alles klar. Oh. Ja, ich kann ja nicht überall sein. So. Pass auf, warte. Ich gehe zum Navigator, dann fahre ich mit Flo mit. Fertig. Aber dann geh rüber. So. Juhu. Oh, okay, wir haben es geschafft. Gut, dann kann ich alleine fahren. Ja, Flo, willst du meinen Wagen nehmen? Der geht ein bisschen besser, denke ich mal, als der Kuruma. Du, ich nehme meinen. Ja, ich muss ja dann bei dir mitfahren. Bei welchem? Bei... Oh, schönes Auto. Ja, ist doch okay, dann fahr doch bei mir mit. Ja, wo sind das mein Problem? Mein Wagen wäre schneller gewesen. Ey, toll mich nicht. So, ist die... wo müssen wir langfahren? Peng? Ja, pass auf, das sage ich dir. Ey, warum bin ich hier jetzt ganz alleine? Was soll alles das? Klar. Moment, ich gerade hier. What the fuck? Pink fährt ohne mich. Oh Gott, das nervt voll. Ich weiß, ich drück das die ganze Zeit. Gut, ich lauf hier ein bisschen. Ne? What the fuck? Wo lang? Meine Fresse. Ja, ich fahr gerade aus. Nächste. Das ist doch keine Straße, Mann! Kannst du nicht mehr melden! Ja! Davor war aber eine Straße! What the fuck, ey? Ja, ist gut! Mann, sprich einfach mit mir, ist viel einfacher! Peng, musstest du nämlich fahren? Ja. Hier? Gut. Da vorne ist er. What the fuck, wir fahren voll im Kreis. Wo muss ich hin? Langsam? Ich hab'n. Jo, dann. Und nun? Nehmt ihr den unteren? Ich nehm den, der bei mir in der Nähe ist. Ja. Dann schnappen wir uns den unteren. Dann fahr da. Fahr da. Du hast gerade nach rechts gezeigt, du Pappnase. Alter, wo willst du. Was machst du? Zurück. Wo willst du hin? Mann! Da rein oder was? Ja, sag das doch! Nee, halt doch da, was? Oh. Ja. Hier! Nee! Doch! Gut! Oh! Was? Geh weg da! Scheiß Auto! Oh Mann, ey. Ich bin ganz alleine. Du, ich fühle mich auch gerade komplett alleine. So ist es nicht. Nein, also, Ping ist einfach ohne mich losgefahren. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Halt. Ja, was denn also jetzt? Da lang. Du sollst jetzt da reinbiegen. Ja, mach ich. So, fahr da lang. Fahr da lang und dann jetzt so. Bumm. Hab ich schon mal schöner gesehen, aber... Klappe. Da fährt er ja schon. Nicht rammen! Auf Gottes Willen nicht rammen!
Und jetzt einfach unauffällig, wobei wir können den verfolgen, weil wenn es der wird, dann können wir den gleich rausziehen. Oder es kommt, glaube ich, jetzt noch mal ein letzter. Kann ich jetzt immer noch die Pfeile machen? Oh, schade. Okay, der ist es nicht. Fahr zu dem Punkt dahin. Frank, hättest du den und ich soll den dann fahren, oder wie machst du das? Fährst du den dann? Wenn du deinen Kopf hast, ist scheiße. Ja, aber wenn du den mit Sterne fährst, ist scheiße. Und der leckt wieder wie Sau. Ja, the fuck, ist er echt alleine? Stell dich in der Ecke. Und heul. Entschuldigung, der musste sein. Ich frage mich, wieso ich keinen einzigen Stern habe. Ja, weil wir da auch niemanden erschießen haben. Wir haben nur noch keinen erschießen und deshalb haben wir da keine Sterne. Ah, wir haben da keine erschießen. Ja, denn das macht natürlich Sinn. Ich bin wirklich alleine. Ach so, Netego, falls du dieses Let's Play siehst, ich lese gerade auf dem Auto von Sophie. Also, ja. Mal so an der Stelle. Was? Das ist ein Insider. Ah, okay, alles klar. Meine Fresse, jetzt fahr ich da halt selber hin. Ja, das hat den Entschluss hast du dir aber. Den hast du aber sehr schnell. Ja. Vergleich, ich hab einfach gar nichts gemacht. Faule Sau. Du bist vor meiner Fresse weggefahren, ja, also halt du dein Maul. Wie war das nochmal, Schagaline? Alter, Leute. Mann. When you can, take the Lester's guy. What the fuck, jetzt hat die Nutte den Transponder? Nein, den haben wir doch. Mit Panzerweste, alles klar. Voll geil, ich krieg Geld für nix machen. Juhu, ich krieg Japan-Punkte. Ich hab Bronze gekriegt für gar nix. Das stimmt, die darf man in YouTube nicht mehr sagen. Ja, deswegen Japan-Punkte. Ist auch viel, ja, viel besser. Wir nennen sie jetzt Chinapsen-Punkte. Das Magi. Ne, ist nicht. Was? Magi-Punkte? Gibt's auch noch? Boah, Junge, ja. Voll geil. Und das RP wären dann Rubbel-Punkte oder was? Ja. Voll Rubbel. Oh Mann. Eine Fahrzeugfreischaltung, den Brute Boxville. Okay. Juhu. Was ist so, was ist total kost. So, ich werde erstmal ein bisschen Geld einzahlen. Und ich habe irgendwie Geld dabei. Ach, das sind doch nur. Arschloch. Pass auf, ja, ich hab Mann, das Auto, was hier jetzt gerade neben meinem steht, das meinte ich vorhin. Oh. What the fuck, ich mach doch nix! Alter! Ist gut! Boah! Habt ihr euch da schon wieder lieb? Ja, sowas von. Der hat mich gehauen und ich hab ihn abgeschossen. So als Strafe dafür. Tritt ihn in den Arsch. Das darf der Netego aber auch nicht hören. Ja. Und will er das noch übernehmen? Alter.
So Leute, das war's jetzt auch mit dieser Folge GTR Online. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und sofern ihr es noch lange nicht getan habt, dann auch noch ein Abo. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Mitspielern und aktuell bei den 100 Abonnenten. Ihr seid die geilsten und wir sehen uns in der nächsten Folge GTR Online.